Help! The exhibits! They're alive! Oh. Okay, sprich mit dem Minister. Greetings, Agatha. Thank you for agreeing to help. Exhibits in the Louvre are disappearing, and some employees claim that the exhibits have come to life. Warum auch immer? The assistant director was a witness, and he's waiting in one of the halls to give you his testimony. It's late, so I have to leave. Good luck with your investigation, Agatha. Danke. Gut, nimm die Aussage des Zeugen auf. Der stellvertretende Direktor wartet hinter dieser Tür auf mich. Achso, nee, warte mal. Wir schauen uns hier, glaube ich, erstmal um. Da hinten funkelt es schon. Ja, okay. Da fehlen Zeiger. Hier fehlt ein Instrument. Mehr kann ich hier gerade nicht machen. Oh, da ist ein Gegenstand. Genau dasselbe wie vorher auch. Hier können wir ran. Also die Gegenstände meine ich. Verehrte Besucher, während der Weltausstellung in Paris stehen Ihnen die Angestellten des Louvre bis 0.35 Uhr zur Verfügung. Oha. Diese Tür lässt sich nur mit einem besonderen Emblem öffnen. Ja, besonderes Emblem, ich weiß. Ach, okay. Aber da fehlt uns noch was. Abgeschlossen. Jetzt können wir hier ran. Finde zwei Waffen. Zwei Waffen? Oh Gott. Hier. Musikinstrument. Eine Harfe. Kopfbedeckung. Hier. Und da. Und ein Piepmatz. Einen habe ich hier schon gesehen. Den anderen weiß ich nicht. Oder noch ein Vogel. Schmuckstücke haben wir hier und da. Und Schriftstücke haben wir hier eins. Eine Harfe. Bitteschön. Ah, okay. Und dann können wir jetzt hier ran, anscheinend. Das ist ja toll. Oder auch nicht. Wie soll denn das sein? Ist auch ein schönes Muster, ne? So. Aber es ist nicht das Richtige. Die Uhr. Hier vielleicht die 0.35 Uhr. Okay, Türschlüssel, Sicherheitsnadel. Jetzt haben wir aber, oder? Nee, haben wir noch nicht. Wo ist es? Da oben. Okay. Schon gefunden. Gut, dann schauen wir mal. My name is Marcel and I'm the assistant director of the Louvre. Please believe me, detective. These are not mere robberies. I saw the exhibits come to life and wander around. One of them even attacked me. It was terrifying. Ja, ja, ich glaube dir. Every day around this time, the exhibits come to life. It's happened for several days now. Let's set up an ambush and I'll prove it. I'll find a good hiding place while you look for something to defend ourselves. Kaputter Morgenstern. Ach ja, guck mal. An die Kette ran reicht aber nicht. So, hier haben wir einen Gegenstand. Da oben ist noch einer. Aha!
Das ist ja interessant. Dieses Schloss hält mich nicht auf, wenn ich etwas finde, um es zu knacken. Achso, hier, warte mal, vielleicht mit der Nadel. Wer baut denn so einen Stuhl? Ich meine, ist irgendwie clever, ne? Also ich würde darauf nicht kommen, dass unter einem Stuhl ein Geheimversteck ist. Aber naja, gut. Also zumindest nicht so. Hier ist auch noch was. Da ist etwas unter dem Teppich. Gibt das mit der Münze? Wunderbar. Wunderbar, gehört das hier ran? Oh, ne, da brauchen wir noch einiges. So, ein Feuerzeug werden anscheinend. Was ist hier? Ne, aber warte mal, wir haben den Stoppwedel. Schrauben sitzen schon etwas locker. Toll, wofür so eine Münze alles gut ist. Das ist ja klasse. So. Ah, that's a perfect weapon. And I found a good spot for an ambush. I'm so scared after what happened last night. But I'll take the risk if it helps your investigation. I'm telling you, the exhibits come to life and move around by themselves. They appear to be ordinary exhibits during the day, but at night they... Oh! There it is now! Run! Aber ganz ehrlich, nehmt denen doch wenigstens die Waffen ab, wenn ihr wisst, dass die nachts durch die Gegend rennen. Oder nicht? Was soll ich jetzt machen? Warum greift der an? Ich muss mich mit etwas verteidigen. Jawohl. Oh Gott. Moment. Ordne die Knotenpunkte entsprechend der Zahl an. Jede Zahl gibt an, wie oft ihre Linie andere Linien durchkreuzen dürfen. Warte mal, du hast 3. Du hast definitiv 1 zu viel. Also ich tauschen. Oh Gott. Nee, das war aber nicht so gesund. Irgendwie. Was hat die 0 jetzt ein? Obwohl, die 0 hat ja sowieso 2 Linien, ne? Darf sie das haben? Darf sie das nicht haben? Ich weiß es nicht. Oh. How is this possible? I thought for sure I'd find someone inside the armor. Okay, sprich mit Pascal, das war jetzt überraschend. Monsieur Pascal, at your service. What's going on here? Why are you destroying our exhibits? Oh, the armor attacked you, did it? Ja, es hört sich ein kleines bisschen absurd an. This is all because of Flamel's pendant. It's a valuable artifact that arrived here recently. Please, don't touch the armor. I'll have museum staff handle it from here. Let's talk in the lobby. Follow me. Thank you for your cooperation. It seems that the legend is true. It's said that an alchemist named Flamel created the pendant, endowing it with special properties while searching for the secret to eternal life. The pendant arrived at the Louvre a few days ago, which suggests it's responsible for these new events. We need to return everything to its place as soon as possible. Supposedly, only Flamel's pendant can permanently stop the objects it has animated. It should be in the vault. Please find it. I'll get back to you as soon as I find information on how to reverse its effect. Unfortunately, some of the light bulbs burst when the armor came to life. Take this to fix the light if it's too dark. Mhm. Okay. Na, so viel dazu. Also, wir müssen suchen. Zum Apfel ist jemand zu Hause. Oh.
Das wollte ich nicht. aber das müssen wir irgendwie ändern, weil wir brauchten den doch, oder? Oder müssen wir den suchen? Ach, hier, guck mal. So, warte mal, was haben wir denn hier noch? Ein Drache. Kerze. Hier ist ein Drache. Dann haben wir eine Maske. Die habe ich hier gesehen. Ach, wir müssen das Krönchen zusammenbauen. Aber natürlich. Aber wo ist denn hier jetzt jemand zu Hause? Also, wo... Wo ist er denn? Was haben wir hier noch? Sternenanis? Habe ich aber auch schon gesehen irgendwo. Hier ist der Kopf. Dann noch eine Rose. Die mir eigentlich auffallen sollte. Was ist das? Hier! Guck mal! Yay! Er hat sein Zuhause wieder gefunden. Das finde ich schön. So. Hier, da. Ah, hier. Muss ich das sagen? Irgendwo hatte ich es gesehen. So, die Ballerina haben wir hier unten. Und dann brauchen wir immer noch die Rose. Wunderbar. Ich bekomme ein Krönchen. Ist das nicht schön? Königswappen. So. Einen schönen guten Tag, na? Oh, hier. I'm sorry. I was scared to death. I'm glad you're safe. I'm here because the vault is the safest place in the Louvre. There's nothing here that can hurt me if it comes to life. Just paintings. Flamel's pendant. It's in the safe, but... I can show it to you. I always carry a part of the safe lock with me so no one can open it. But it seems I dropped it somewhere around here. Please help me find it. Mhm. Okay, hilf Marcel, das Tresorrad zu finden. Hat er nicht gerade gesagt, er hat das immer bei sich? Oh, hier müssen Ringe ran. Wir haben keinen einzigen. So, warte mal, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir einmal... Ein Gegenstand. Hier ist etwas drin, aber ich muss zuerst das Seil durchschneiden. Ich habe überhaupt nichts, ihr Lieben. Ich habe nicht mal ein intaktes Feuerzeug. Oh. Ach, das ist wahrscheinlich der Tresor. Ah, oh, hier, guck mal. Oh, wir haben einen Ring. Sehr schön, sehr schön. Nicht hier mitmachen? Nein. Aber wir können jetzt hier ran. Kuckuck. Okay. Klammer. Tresorrad. Achso, okay. Ich weiß nicht, muss ich dann immer in verschiedene Richtungen? Okay, jetzt brauchen wir das eher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so machen muss. Nein, das funktioniert nicht. Halt, warte. Okay, so. Wie, aber wie mache ich denn das? Ach so. Klar. Das schon, es geht jetzt nicht zurück. Huch. The pendant is missing! Tja. I put it in here myself, I swear! Director Pascal will be furious! Please find the pendant! The director is a great man, but if he finds out I lost it, I'll be lucky if he only fires me! Ja, weißt du, vielleicht solltest du dann ein bisschen besser aufpassen. We need to get a good look around. Maybe there's a clue or something unusual I'm missing. Na gut. Dann schauen wir mal. Handabdruck auf der Lampe. Haben wir hier Kratzspuren
auf Fliesen Kratzspuren. Welchen Fliesen denn? Hier haben wir eine schimmelige Wand, Fußspuren am Boden. Kratzspuren weiß ich jetzt gerade nicht. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hier sind aber auch keine Fliesen, aber das hier ist doch ein Mauerwerk, das sind doch auch keine Fliesen. Oder haben wir hier... So, ja, ich habe an der Wand geguckt. finde einen Weg um die Geheimtür. Was? Was passiert, wenn ich an dieser Laterne ziehe? Interesting. Oh. There's a secret passage here. But where could it lead? Incredible! There's a passage from the Louvre to the catacombs, and it's full of missing exhibits. But they couldn't be stolen. A thief would have surely moved them far away from the scene of the crime. All of this armor is still unnerving. But I can still try to help you find clues. Let's have a look around. Look, how carefully they're arranged. As if, oh, who's that? Hey, stop! No, jetzt hat er keine Jacke mehr. Jetzt musst du am Mann frieren. Finde die Identität des Fremden. Finde einen Weg, die Tür zu öffnen. Übertreib doch nicht. So. Hi. Na, ist es deins? Diese Rüstung ist dir ein kleines bisschen zu groß, mein Freund. Och. Nimm ihm doch nicht alle Hoffnung. Das hier will ich nicht machen. Die Leute sollten es besser wissen, als Fußabdrücke zu hinterlassen, wenn sie etwas vergraben. Ja, ja. Ja, ja. Ich hoffe, wir brauchen die Falle nicht. Haben wir das? Doch, wir brauchen die Falle. Scheiße. Da soll bestimmt der Käse rein, ne? Nicht? Der Käse soll hier? Nein? Oh, Gott sei Dank. Ich kann es ihm einfach so geben. Das schon, ich muss ihn da hinlocken. Oha. Da brauchen wir noch was für. Und da brauchen wir aber auch noch was für. Ja, was war hier aber? Nicht wirklich. Ich brauche Licht. Rüstung des Louvres. Vollständige Liste. Aha, okay. Da brauche ich was zum Schneiden. Was? Ich stehe hier hin. Die Vögel. Schneiden wir hier. Oh, you found it! Thank goodness! Wait, this can't be happening. It's a counterfeit! This is the pendant that I put in a safe, but it says right here that this part was only made a couple of years ago. Ich hab keine Ahnung. I didn't know it was a copy. Director Pascal authenticated it himself. And he's never wrong about this sort of thing. Perhaps that stranger tried to slip us a fake. Please catch him. I found a part of a door. It should help us open the door to the outside. Oh Gott, drehe die Schlossteile mit den Pfeiltasten. Wähle die Starttaste aus, um eine Lösung auszuprobieren. Was ist denn die Starttaste hier? Ach, da ist die Starttaste. Wie laufen die denn? Ja, das ist immer ein bisschen Gefummel. Er hier kann so bleiben, glaube ich, ne? Oder müssen die andersrum sein? Müssen die mit dem Zacken nach außen sein? Warte mal, lass mich nur mal gucken. Ich kann nicht alle auf einmal beobachten. Ich würde sagen, ich drehe die erstmal.
Der hier ist gut, den lasse ich in Ruhe. Beiden sind gut. Na. Will mich ärgern. Sehr gut. Endlich lassen wir uns hier verschwinden. I'm sorry, Detective, but I must leave you here. I need to see these exhibits safely back to the Louvre. I can't leave them here. I hope I don't meet any walking suits of armor along the way. I'm sure you can solve the mystery of the pendant. Good luck and au revoir. Aha, okay. Ja, ist gut. Was ist denn hiermit? Wir kommen bestimmt nochmal zurück. Kaputte Fernsteuerung. Ach, geh erstmal durch. Hey, guck mal, wen wir da haben. Agatha, what a pleasant surprise. What are you doing here at this time of night? Why, yes, I did see a man running through here. He looked like the director of the Louvre. If I had known he was up to no good, I would have chased him. But there must be some mistake. Monsieur Pascal can't be the one you're looking for. Yeah. I can take you to Monsieur Pascal's house if you'd like to find out for sure, but unfortunately, I don't know his address. We can look for it in this new address book. Just think, a record of everyone's address, all in one directory. Finde Pascals Adresse heraus. Erstmal wimmeln wir. Warte, hier. Ach, müssen die so aufgreifen. Okay. Haben wir hier ein Rad, glaube ich. Hier. Dann brauchen wir noch eine Brille. Da ist der Fisch, oder ich weiß nicht, vielleicht sollte das auch ein Hai sein. Ist im Grunde genommen sowieso dasselbe. Da macht nur die Größe den Unterschied. Eine Flasche. Oder eine Flasche. Flasche, eine Schnecke. Ich weiß nicht genau, was das hier sein soll. Das hier könnte ein Blatt sein. Machen wir mal hier. Das sind wir hier. Toll, das Teil finde ich. Die Flasche nicht. Oder ist das hier die Flasche? Nee. Das ist nicht die Flasche. Warte. Da habe ich die Schnecke gefunden. Das hatten wir hier. Da oben ist, glaube ich, die Flasche. Ja. Wunderbar. Ach hier, das ist der Schal. Das ist ja clever. Messer und was soll das darstellen? Ne. Ah, da oben. Ein Adressbuch. Schauen wir mal eben rein. Können wir gar nicht reingucken. Was brauche ich denn dafür? Ah, okay. Dann gucken wir uns hier aber nochmal eben um. Igitt, vielleicht kann ich diese Spinne wegfegen. Oh. Kannst du das nicht mit dem Handschuh machen? Spinnen sind ja auch immer nicht so meins. Ich versuche trotzdem immer, sie zu retten. Möchte ich nur gleich betonen. Ah, okay. An diesen Dorn könnte ich mich verletzen, ja, ja. Du könntest. Oh, muss ich die zusammenbinden? Oh, ich habe nichts zum Zusammenbinden. Das ist aber gemein.
Haben wir noch hier? Ja, hier ist noch irgendein Gegenstand. Wo? Da oben. Ach. Ich bin ausgezeichnet darin, Schlösser zu knacken. Mit dem Dolch? Nein. Tja, so ausgezeichnet sind wir anscheinend doch nicht. Ah, hier, warte mal. Vielleicht mit der Nadel. Dafür brauche ich zwei Bänder, um das Ding da zusammenzubinden. Naja, gut. Tschüss, kleine Spinne. Ich wünsche dir noch ein angenehmes und ruhiges Leben. So, was haben wir hier? Verehrter Monsieur Pascal, hier sind die Juwelierwerkzeuge, die Sie bestellt haben. Beste Grüße, Monsieur Christoph. Und dann haben wir... Nein, ich will nicht. Okay. Da fehlt aber noch was. So, während ich das Verschwinden von Exponaten aus der Louvre untersuchte, wurde ich von einer angegriffen. Das kam unerwartet, trotz der Warnung der Augenzeugen. Naja. Und sowas glaubt man ja wahrscheinlich auch erstmal nicht. Der Einzige, der nicht von dem Angriff überrascht schien, war... Als hätte er gewusst, was passieren würde. Er behauptete, hätte das Problem verursacht. Dieser war jedoch eine Fälschung und Pascal war in der Lage, sie anzufertigen. Someone tried to pass the fake pendant off as a mystical artifact. But if it's fake... There's no way the exhibits really came to life. Perhaps they were animated manually, like elaborate puppets. Pascal obviously has access to the exhibits, so why would he create this elaborate hoax with the pendant and animated artifacts? Hopefully, I'll find answers in his house. Wow, wir schnüffeln, wir schnüffeln. Okay. Das ist ein Klopfer. Was haben wir hier jetzt? Ach. Ja, okay. Eigentlich wollte ich den Part beenden, aber ist in Ordnung. Machen wir noch. Was muss da drauf? Ich dachte schon, warum geht das nicht? Das geht ja so nicht. Hier ist die Uhr und da. Spielstein für Kiste gefunden. Die war hier. Ja. Okay. So, ziehe die Wimpel in der auf dem Buchrücken angegebenen Reihenfolge. Buchrücken? Was? Wahrscheinlich ist das hier gemeint, ne? Hier, 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 hier. Okay. Pascal, der Direktor des Louvre, dieses Amt bekleidet er seit 1885, derzeitiger Wohnsitz und so weiter. Genau. Das müssen wir bestimmt ihm geben. Das machen wir aber jetzt wirklich erst im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.